back in the safety of the dirigible, we join our Nilsson's ghost. What's going on here, then? And that is how you kill a were-leopard demon. And create a hostile work environment. Most impressive, Nalangu. Now to business. These soul cages. There's more of them. I'm afraid so. All located in important ancient magical sites. All feeding on the souls of Sateki's innocent victims. All giving her power for whatever she's ultimately planning. The fiend! Lead us to these vile things, good lady. We'll take care of them. That's the spirit. Delighted to hear it, Professor. My researchers are poring over every source to find their remaining locations. Why, we've even found useful information in the journals of a 17th century pirate lord. Pirates? Whatever next? You're approaching the next site. Find and destroy the soul cage there. And let's put an end to this new reign of Sateki. Sateki's sinister sorcery plagues the land, but the Strange Brigade are two for two and not ones to leave a job unfinished. They'll be more than a match for whatever horrifying hocus-pocus awaits them in the Towering Temple. Long forgotten ruins within a hidden valley, containing yet more secrets to stopping Sateki. Onwards to adventure, Strange Brigade! Und somit willkommen, Freunde, zu Strange Brigade. Ich glaube, das ist jetzt der vierte Teil, den wir mittlerweile hochladen. Ich habe ja eine Zeit lang sogar geschrieben, dass ich das Game richtig suchte, musste aber aufgrund eines persönlichen Vorfalls ein bisschen Pause machen. Bin jetzt aber wieder am Start. Freue mich die nächsten Tage auf fettes Gaming. Und ja, besonders hier heute wird es richtig abgehen. Ich denke mal, mir fliegen gleich die ersten Zombies wieder um die Ohren. Und es wird auf jeden Fall nicht einfacher. So wie am Anfang war das ja alles noch so ziemlich easy peasy, aber mittlerweile werden die Zombies immer stärker. So. Riveting, what a treat. Ja, da muss ich mich wieder dran gewöhnen, dass ich nicht immer wieder denke, mit Schiff kann ich schnell laufen. Und ja, zünde dann die Granate. Ah, ich habe die die Katze wieder gehört. Esse. Unser Sammlerobjekt. Nine lives won't save that beast. Ich immer ganz geil, dass sie dann immer so miau ihr Zeichen gibt und dann wird sie einfach irgendwo runtergerotzt und dann ist wieder gut. So. Ach, sieh mal eine an hier. This calls for brain power, not just firepower, Strange Brigade. So. Ach, können wir das jetzt oben mal lesen? Wir haben ja immer... Ne. Ja, das war falsch. Ah, ich glaube, wir lassen es, weil... Wir haben jetzt sonst keine Möglichkeit, solange wir nicht irgendwo lesen können... was das für ein Rätsel ist, um das zu lösen in der Reihenfolge. Lassen wir es lieber. Ist alles Zeit- und Munitionsverschwendung. Hier können wir mal ein bisschen Geld wegsnacken. Das ist auch gut. Die Hühner laufen genauso wie ich da rum. Ja, komm. Schmeiß die Granate nochmal weg. Good Lord! The size of that great gate! Ah, da sind die erst schon wieder. Jung, Ammo! Ja, ein bisschen aufpassen. Such agility. Nicht so leicht, wie sie aussehen. Guck mal hier. Die Fässer nehmen wir nochmal mit. Ja gut, so muss das sein. Zombies machen Bäcker-Move und rotzen einmal mal zur Seite. So. Hier gibt es noch was Schönes zu einsammeln. Nee. Ah, Munition nochmal. Ich bin gerade am überlegen, wo wir denn den Schlüssel jetzt aktivieren müssen. Oder besser gesagt, den Schlüssel müssen wir ja finden, aber müssen wir das Schloss aktivieren. So, gehen wir jetzt geradeaus? Hier unten lang oder oben lang? Tja.
mal. Oh. Ah, die sind nicht ohne. Ja, ich versuche jetzt auch mal ein bisschen mehr die versteckten Bordmittel hier zu nutzen. Das ist wirklich gar nicht verkehrt. Ja, so geile Waffensysteme, wo die Zombies einfach mit wegrotzen können. So. Ja, nochmal. Hey, sehr schön. Oh, typical. These armored assailants have brought shields, the bounders. Ja, Elite-Sturmwachen, ne? Auf die habe ich schon gewartet, ja. Ihr seid echt die Helden hier. Ja. Oh, Granate, schmeckt euch das? Ja. Bis zur Elite. Oh, das war aber knapp. Guter Reflex von mir. Du bleib mal gleich im Boden drin. Hat nicht gehört. Na, wo kann ich einen Munition tanken? Und einen Trank haben wir auch. Sehr gut. Den können wir dann auch wieder richtig schön wegsnacken. Aber auch hartnäckig. Oh, sonst weiter so geht, müssen wir ja gleich einen wegsnacken, ja. Muss man einen Trank nehmen. Not as good as a stiff Earl Grey, but never mind. Valley old knighthood or gong. Oh. Oh, die sind aber auch nervig, ey. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, wenn ihr jetzt hier so um die Ecke kommt. Das Spielchen können wir jetzt öfter mal spielen. Jawohl, ausweichen ist alles. Throwing grenade. No grenade. Okay, ihr Grenades hier. Ja, nimm mal ruhig dein Schild da weg, du feiger Sack. Lauf doch auch nicht mit dem Schild rum. Jawohl, das Schild läuft weiter. Ja, das wird mir jetzt zu heiß. So, irgendwie. Ein bisschen aufpassen hier. Wieder einer weg. Ja, die oben sind ja auch noch da. Ja, ich darf auch drauf schießen, ne? Das bringt nichts. Oh, Energie sieht wieder nicht gut aus. Ich glaube, wir laufen mal hier lang und gucken nochmal, ob wir hier Munition finden. Den da oben weg, weil der wirft mir zu hinterhältig. Also einen haben wir. So, der zweite ist auch weg. Okay, hier ist noch ein Fass. Sehr gut.
Ah, er hat noch einen Trank für mich. Müssen wir mal gucken. Jawohl. Ah, see what happens when you try to get in the way of the Strange Brigade. Ah. So, jetzt müssten ihre Krieger aber alle weg sein, oder? Ja. So, erstmal schön noch Munition snacken. Ja, das wurde aber auch Zeit. So, kann weitergehen. Gucken, ob denn hier noch einer rumläuft oder ob es das schon war. Munition ist ja auch voll. Schade, vielleicht. Ich dachte, hier liegt irgendwie noch mal ein Trank rum. Aber den, ja, ihr Glück, dass er noch vorbeigebracht wurde von dem einen Zombie, der den dann fallen lassen hat. Nachdem ich... Ah, hier ist doch einer. Siehst du, wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte sagen, der eine Zombie hat doch einen gedroppt, weil ich ihn mit meiner Pistole gekitzelt habe. Nochmal. Nix. Oh, now you've begun. A crossbow, capital. Oh, das ist doch mal schlecht. Ah, yes, the old strange smackdown shuffle. Good work. Ja, obwohl, da gefällt mir ja momentan so im Nahkampf die Schrotflinte besser. Grenade, sagt sie sonst immer. Oh, hier ist noch Geld, das... Das sind nicht liegen lassen. Die Skorpione habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. So, der eine ist schon weg. Ja, dass er mich jetzt so getroffen hat, geht ja, aber ich möchte nicht, dass der mich mit seinem Giftstachel kitzelt. Das war's dann nämlich. Er ist dann zu stark unterwegs. According to Harbin's notes, there's a back way in through a nearby burial site. Good luck, Brigade. A quick jump through a graveyard. Oh, okay, super. I'll just load up my gun now, shall I? Ich glaube, hier können wir noch nichts erweitern, ne? Muss immer neu entdeckt werden, das verstehe ich nicht. Ich habe schon so viel Level abgeschlossen mittlerweile. Wie viel Level muss ich denn da abschließen, damit ich dann, Achso, jetzt hat er wieder das genommen, ich will die Munition aufheben. Wie viel Level muss ich denn abschließen, damit ich dann irgendwann mal meine Waffe looten, nicht looten kann, erweitern kann? Munition voll. Das ist echt merkwürdig. Ah, hier geht's weiter nach oben, okay. Nummer 1. Müssen wir bestimmt noch mehrere für den finden. Mal gucken, die sind teilweise auch so ziemlich versteckt. Nummer 2. All for us, eh? Oh, lecker, lecker, lecker. Lecker Schmecker Geld. Glorious countryside all around. Another sensational sight for the Strange Brigade. Und von hier aus noch irgendwas lösen oder so? Nee, ne? Doch da. Ja, alles klar. Habe ich mir doch schon fast gedacht. Das ist ganz geil gemacht in dem Game, weil gerade wenn du zielst und siehst dann, das wird rot markiert. Das ist richtig nice. Weil er weiß auf jeden Fall, du bist auch auf dem richtigen Weg hier. Das heißt, wir müssen hier zwar runter, aber das war soweit in Ordnung. So, ah, siehst du, habe ich ja gesagt, jetzt hier auf der Rückseite. Also immer so ein bisschen versteckt. Den haben wir schon ausgelöst. Irgendwie erinnert mich das an so eine Bugleuchte vom Schiff oder so. Guck mal, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Okay, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Wir haben 3 Lampen gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine 4. oder so
finden müssen. Schauen wir mal, ob unten jetzt wieder irgendwas offen ist. Ja, noch eine. Aha, good show. Oh, super. Ja, und gleich mit einer fetten Einlage. Oh, was ist das für eine Glocke hier? Nicht, dass sie mir gleich um den Kopf fällt. Irgendwas machen? Nee. So, jetzt gucken wir uns mal den Rhythmus an. Okay, ist eigentlich ganz einfach gewesen. Okay, rechts müssen wir aufpassen. Ich habe schon wieder diesen Blick, dass ich so versuche, hier 360 Grad zu gucken, weil ich mir dann denke, da könnte wieder aus irgendeiner Ecke irgendein Zombie angekrabbelt kommen. Ist jetzt... Ah... So, und das habe ich wieder nicht gesehen. Alter, was war das denn? Der aus der Kiste steigt, oder? Kai aus der Kiste war das, glaube ich. War heftig. War noch irgendwas? Nee. So, gucken, ob wir hier lang müssen, oder? Hier müssen wir wahrscheinlich Granate werfen. Wir auch nicht, weil hier da ist so eine Kiste versteckt. Naja. Oh, beste Timing. So, wir nehmen, snacken uns jetzt erstmal hier einen Drink rein. Da hinten ist noch Kohle. Jawohl. Was ist das denn schon wieder? Also in dem Spiel ist vieles anders. Wenn du Space drückst, rollst du dich, auch wenn du vor so einem von einer Treppe stehst. Sehr gut. Ja, mal gucken, ob es denn hier weitergeht oder. Take care, Brigade. Harbin's notes refer to alchemists and explosive results. It could be that a highly dangerous ambush lies ahead. Also, dass wir unsere Waffe nicht verbessern können, finde ich ja teilweise auch nervig, keine Frage. Aber was ich am geilsten finde, ist halt, wenn wir einen Trank finden und unsere Energie aufbessern können. Hinten ist sogar noch einer. Ich weiß gar nicht, können wir zwei einsammeln? Nee, immer nur einen. Okay, dann pass auf. Verbrauchen wir den, dass wir volle Energie haben wieder. Und dann sammeln wir den hier noch an. Oh dear, sounds like you've upset the locals here, Brigade. Watch out! Oh ja, überlebe das gefährliche Plateau, ja. Das sieht auch schon wieder so nach Gefahr aus, ja. Oh. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen locken. Wie gesagt, wir wollen ja die Waffen besser nutzen. Okay, da war ich ein bisschen leichtsinnig. Nice Ammo! Nice Ammo! Wenn die jetzt hier hochkommen, hoffe ich doch, dass sie hier langkommen alle. Genau, sehr gut. Und da kommen aber auch welche. Okay, die können mit der Granate noch bekämpfen. Jetzt werde ich den Einsatz fast verpasst. Aufpassen. Ah, okay, super. Ihr steht da genau richtig. Jawohl.
Ja, mal gut, dass sie so doof sind und nicht denken können. Wir haben ja noch die Armbrust, die sollte, würde ich mal nehmen. What's this? Ja, was ist das denn? Chemical assailant. What enchanted explosives does this bounder have on hand? Alter Schwede, Wiedergänger. Aber was für ein Wiedergänger? Brauchen wir aber auf jeden Fall einen Trank. Need another one of these in your life. Die Waffe ist schon sehr nice, muss ich sagen. Schon, die feier ich schon. Ammo. Oh, jetzt müssen wir auch aufladen hier. Okay, das war dann da gar nicht so schwer. Weil ich habe gedacht, so ein richtig übler Bastard, aber hatte dann doch nicht so viel auf dem Kasten. So, jetzt können wir mit der Granate noch ein bisschen spielen. Jawohl, das ist wie beim Hockey, ne? Jawohl, gönnt euch. Immer schön am Schwarzpulver rumnaschen. Hier oben noch welche? Ja, die haben sich jetzt verkrümelt. Jetzt nochmal Munition aufladen. Ah, schade, dass wir keinen Heiltrank mehr haben. Ach, Munition ist voll. Gucken wir mal. Ah, die Kiste ist jetzt frei. It belongs in a museum or in our bank accounts. Boah, Alter, wie viel Schätze und Geld ich hier einsammle. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt muss ich aber mal gucken. Vielleicht ist ja irgendwo in der Ecke noch irgendein Trank, der, wo ich dran vorbeigelaufen bin oder so. Ich würde jetzt ungern da weitergehen, ohne dass ich jetzt noch so einen Gesundheitstrank habe. Wie gesagt, die Gegner wären nicht einfacher. Ja, aber das scheint es gewesen zu sein. Vielleicht geht es ja hier dann weiter. Muss ich hier noch einen finden oder so. Gönnt mir doch bitte there mal it is, Energie. The legendary stone church. But still a way to go, Brigade. Können wir das Buch aufheben? Schließen. Munition will ich aufladen. Ich bin ja nicht so die Leseratte in so einem Games. Es sei denn, es gehört wirklich zum Spiel dazu und wir haben keine andere Möglichkeit. Dann muss ich das natürlich lesen, um weiterzukommen. Ah, wir haben die Katze wieder gehört. Miau. Ach, da hinten. I had a cat once. Once. Genau, 2 von 6. Aber die hat ja nicht da hinten miaut, sondern die hat ja hier miaut, ne? Oh. Ich wusste schon, warum ich Energie haben will.
Scheiße, wenn die einen Giftstachel haben. Oh Mann, ey. Naja, aber das Gute ist, wir haben die Munition hier noch liegen. Die können wir erstmal schön einsammeln wieder und aufladen. Ja, ich muss auch die richtige Taste Ammo, drücken. Ammo, yes, please. Ammo, yes, please. Oh, ich schenke mir bitte einen kleinen Trank. Ja, schade. In den Vasen ist meistens nur irgendwas drin, was dann brennbar ist, aber... Dass ich da irgendwie mal einen Trank entdeckt habe oder so, das kann ich leider nicht bestätigen. In so einem Gefäßen könnte ich mir schon gut manchmal was vorstellen, dass da was drin ist, aber leider nicht. Die Tränke liegen meistens so immer rum. Schauen wir hier mal, hier ist auch nichts. Ich meine, wenn sie getroffen wird, man hat noch eine lange Zeit zu leben, das ist keine Frage. Aber, es ist ja auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man denkt so, ach, ich kann meine Energie nicht aufladen. Manchmal ist das strategisch schon ganz gut, wenn man das kann. Und wenn man dann keinen Trank hat, so wie ich gerade, dann ist das ein bisschen für Popo. Ja. Vielleicht jammer ich auch gerade hier auf hohem Niveau. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss ja nach da unten. Da ist eine Brücke. Die Brücke muss runtergelassen werden. Das heißt, ich muss irgendwo wieder einen Stein aktivieren. Beschießen. Whatever. Dass ich hier keinen übersehe, dass er hier schon irgendwo aktiv ist. Und ich den nur noch deaktivieren muss. Weil das sind ja meistens mal irgendwelche blauen Lampen oder so. Ja. Ist nichts, was ich lösen kann, dass ich irgendwie drauf schieße oder so. There's few problems that can't be solved by laying around or two. Wie gesagt, das liebe ich an dem Game, aber ich wiederhole mich, aber es ist wirklich sehr nice, weil du weißt eigentlich immer, wie es weitergeht. Ne? Du weißt, wenn da irgendwas ist, was mechanisch ist, was runtergelassen wird, wie eine Brücke oder so, kannst du dir immer sagen, alles klar, da werde ich jetzt mal drauf ballern und dann passiert bestimmt was. So ist ja auch gewesen. What treasures lie within this cryptic chest? Ah, sehr gut. Das ist sehr geil. Das habe ich auch lange nicht gehabt, dass ich hier so eine Truhe einen Trank finde. Very much. Und Munition haben wir jetzt auch wieder. Oh, Nelson's ghost. Are our heroes trapped forever? Finde den Weg nach draußen. Ja, das geht ja noch. Ich dachte, bekämpfe XYZ. Ja, aber da kommt irgendwas angelaufen. Natürlich doch ein bisschen heikel. Sind schneller angereist gekommen, als ich dachte. So, dann snacken wir mal den Trank. Ja, Life is Strange, genau. Ich verstehe das immer, wenn sie sagt, Life is Strange. Ich glaube, das ist auch so. So, komm, offensiv. Ja, okay, da habe ich durch die Rippen geschossen. Aber ansonsten kann man hier eigentlich auf die Zombies-Skelette zugehen. Wenn es nicht ganz so viele sind, geht das eigentlich ganz gut. Gerade die Schrotflinte ist im Nahkampf wirklich eine 1 plus mit Sternchen, muss man mal sagen. So. Ja, und weg.
Ich glaube eher, da kommt gleich noch was rausgelaufen. Okay, die haben natürlich... Da kann man nicht einfach mal so sagen, so, ach, ich bleib da mal locker stehen oder so. Das ist jetzt nicht so die Mega-Bedrohung wie in anderen Spielen, aber... Grenade. Manchmal reicht schon. It will take more than sinister skeletons to stop the Strange Brigade. On with the adventure. So, mal schön nachladen. Auch hier wieder kein Trank. Ah ja, okay. Ach doch, da. Alles klar. Jammern auf hohem Niveau. Munition, ganz wichtig. Ich bin auch immer so, dass ich das, bevor ich irgendwas aktiviere, dann die Munition einsammle. Ich brauche nochmal eine Zusatzwaffe. Jawohl, sehr geil. Die ganzen Zusatzwaffen sind echt nice. Goldene Schrotflinte. Abstieg das Tal. Beeindruckt den gar nicht. Warte mal, dann nimm mal ein Scharfschützengewehr hier. Ah. Aua! Ey! Ach, da oben ist noch einer. Was ist das jetzt oder ist da noch einer? Ja, Scharfschützengewehr ist nicht immer gut. Also ich würde das auch im Nahkampf nicht so gerne nutzen, wobei hier geht es ja auch noch. Wenn das leer ist, ist es halt leer. Aber hier sieht man ja im Nahkampf, naja, eigentlich nicht geeignet. Ah, okay. Wo ist der Penner? Der mit dem Speer tanzt. Ja, alles klar. Pass mal auf, Jungchen. Gleich wird's warm. Ja, weg ist er. Energie lassen wir noch. Ich würde sagen, da laden wir noch nichts auf. Scharfschützengewehr habe ich jetzt erstmal abgelegt. Obwohl, kann ich wieder anlegen, glaube ich. Ach ne, da war es ja schon. Mal gucken, wo der Typ herkommt. Da. Schöne Munition aufladen hier. A pernicious puzzle. Well, I never. So, lass die Stacheln herunter, steht da. Jawohl. Wir lassen die Stacheln herunter. Okay, es sind... Warte mal, wie viele sind es denn? Warte mal, 1, 2, 3. 3 Stück, okay. Soll ich es nochmal probieren?
schauen, welchen wir zuerst erwischen hier. Doppelpistole ist da ganz gut. Okay. Warum habe ich den nicht getroffen? Das gibt's ja nicht. Kann ich doch schon wieder aufhören. Ja, das war's komplett. Also, es brauchen doch die Schrotflinte. Ich glaube, wir nehmen erst das ganz linke Tor. Grenade away. Das hier. Oder? Nee, dann nehmen wir das hier. Okay, dann hätten wir das wahrscheinlich zuerst nehmen müssen. Okay, also an das und das da kommen wir ran. Keine Frage. Jetzt geht es natürlich wieder andersrum, von unten nach oben. Alle drei haben, oder? Splendid work. Jawohl. Nice ammo. Ich find's immer geil, wenn sie dann die Granate hören und sagen, Grenade. Ja, auch geil. Ja, ich habe eben gedacht, warum läuft denn da ein E? Aber das war ein Skelett. Ja, noch mal ein bisschen snacken hier. Munition stinkt nicht. Von da sind wir ja gekommen, oder? Aber wir müssen jetzt hier rüber. Ja, ist klar, habe ich doch gedacht. Ha, they don't know where you went there. Mit ihrem Stachel attackiert. Das kann mal ganz schnell nach hinten losgehen. Einen haben wir schon weg. Okay, super. Können Munition nochmal sammeln. Dann werden wir uns die Energie mal reinsnacken. Also der Trank ist auf jeden Fall Gold wert. Jawohl, jawohl, jawohl. Müssen wir natürlich noch einen finden. Das wäre noch nicer. So, haben wir eigentlich noch? Ja, haben wir noch. Sehr gut. Und wo hat denn der Typ hergeworfen? Von wo? So, ein Speerwerfer gewesen. Da hinten ist er. So, warte mal. Gucken, wie ihm das schmeckt. Ja, man hört schon wieder dunkle Magie, die ja irgendwie durch die Länder zieht und irgendwelche Skelette und so auf uns zieht. Das geht schnell. Also. Oh, Truhe. Ah, Geld. Schade. Ich dachte, wir kriegen noch einen Trank. Grenade. Oh, Mann. Was machst du denn hier? Oh, die ist aber auch wieder grobmotorisch unterwegs. Throwing grenade. Scheiße.
gedacht, da bin ich mal so schlau. Okay, kann mir die Munition auch... Besser gesagt, die Munition verschießen. Und die Waffe noch ein bisschen so lange nutzen, bis sie halt wirklich komplett leer ist. Aber das war schon nicht schlecht. Also die hat uns schon ganz gut den Arsch gerettet. Da ist noch Geld, aber... So ein kleiner roter Liebestrank wäre mir ja wirklich lieber. There it is at last, the entrance to the stone church. Okay, der ist Gott sei Dank weg. Jetzt komm, ah. Können wir hier nochmal Munition Ammo. Sammeln? Ammo ist gut, aber Trank ist besser. Gib mir doch mal bitte diesen Himbeersaft, der hier überall rumliegt. Und mein Vampirtrank. Watch out, Brigade. Danke. We ah, the church might be guarded by some kind of large supernatural champion. Be on fullest alert. Oh, bloody Nora. Here we go again. Oh, goody. Reading, my favorite. So, überall Kerzen hier. Das sieht wieder nach großer, schwarzer Magie aus. Ich denke mal, hier oben geht es nicht weiter. Nee, wir müssen uns hier durchkämpfen. Durch das Lichtermeer an Kerzen. Ja, der Typ ist übel. Wir müssen erst die Zombies platt machen. Und, ja. Dann müssen wir ihn in die Brust schießen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir ihn ein bisschen Energie abziehen. Oha. Das reicht schon ein bisschen um. Ja. That confounded the blighters. Wir locken die jetzt mal hier, ja. Auch mal Energie nehmen. Okay, Waffe leer. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen gucken. Irgendwo muss ein Rucksack sein. Mit Munition. Okay, ist ein Riesenfeld hier. Aber da kann man auch nicht runterfallen, oder? Nee. Munition, ich brauche Munition. Scheiße, das leuchtet auch gerade bei ihm nicht. Der hat das jetzt auf dem Rücken, okay, dann wird es ja noch schwieriger. Natürlich übel. Mal gucken, die Energie erholt sich auch wieder ein bisschen. Müssen wir mal Munition aufladen hier. Das heißt, wir müssen warten, bis er angreift. Genau, so. Da laufen, weil wir keine Energie haben. Oh Mann, ey. Ah, er hat einen Trank. Sehr gut. Bester Mann. Beste Leben. That'll put the spring back in your step.
Kassala, ey. Gibt's doch nicht. Ah, das hat keinen Sinn, da muss ich weg. Wenn Glück haben, überleben wir das hier noch. Ja, aber gut, die Energie hat sich da ein bisschen aufgeladen. Just what I need. Ich wundere mich halt nur. Ah, noch einer mit Energie. Magical drinks. Don't mind if I... Jawohl, wir verkrümmeln uns hier irgendwo in die Ecke. Und dann Trank. Ist nicht so ganz so populär, was ich mache, aber egal. Okay, dann wird ein bisschen ein Geduldsspiel, aber das macht nichts. Wenn wir ihn erstmal haben, haben wir ihn. Wieder nicht. Nur einmal getroffen. Und wahrscheinlich mehrmals den Rücken treffen. Oh Mann. Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das jetzt ist. Wahrscheinlich ist er jetzt gar nicht mehr betreut. Ich muss ihn einfach so in den Rücken schießen. Mann, 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 ey. Das ist eine harte Nuss. Wir haben noch nicht viel abgezogen. Ah, dann kommt wieder einer mit Energietrank hier. Komm her, bester Mann. Ja, komm her, snack dir den rein. Ja, das ist schon ein anderer Gegner jetzt, ja. Qualität auch. Jetzt wollen wir uns nochmal, Energie haben wir leider nicht mehr, aber wir können Munition nochmal einsammeln. Ich hoffe ja auch, dass die Zombies immer irgendwann weniger werden hier. Das sind natürlich auch Nerven, wenn ich nur ihn selber hätte, wäre das gar nicht so dramatisch. Da kam hier ab und zu mal einer angelaufen. Hat mir nochmal Energietrank mitgebracht. Oh, sehr geil.
violent charge. The personal touch is it. Jetzt bloß nicht leichtsinnig werden. Das könnte man sogar noch schaffen. Wäre natürlich geil, wenn es noch einer um die... ein Zombie kommen würde, der uns so einen schönen Gesundheitssnack bringt. War natürlich genial mit der Granate. Die hat vorhin richtig getroffen. So. Mann, 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 ey, das ist ein Fight, oder? Guckt euch das an. Oh, Ammo! Jetzt erstmal ausweichen, weg, dass die Energie sich komplett, nicht komplett auflädt, aber der unterste Bereich, ja. Also ganz schön mutig, was wir hier machen mit der Energie. Jo. Ich hoffe, das war's jetzt. Jo, wir haben ihn, Alter, sehr geil. Geiler Kampf. One beast bestie. Geiler Fight. Hat richtig Spaß gemacht. War richtig nice. So, Energie natürlich total für den Arsch. Aber egal, besiege den Tempelwächter, das haben wir gemacht. Das ist das Einzige, was gefehlt hat. Our heroes enter the stone church. But how will they puzzle their way to the top? Steinkirche. Okay, dann müssen wir bestimmt wieder ein bisschen was umleiten. Mal gucken, ob wir hier... Nee. Ach, alles klar. Oh, macht er das ja nicht? Ach doch, jetzt geht's. Alles klar. Frage, ob das das Richtige ist, aber das werden wir ja dann sehen. Können wir dahin zielen? Das war nicht so richtig. Wir die dahin rein bewegen. Das bringt auch nichts. Nehmen wir mal die Ecke hier oben. Ah, wir können uns gar nicht drehen. Also nicht 360 Grad oder so. Der Stein hier schon. Scheint ja schon richtig zu sein. Aber ich könnte einen Trank vertragen. Okay, das geht nach da. Das geht nach da. Das heißt, wir können hier theoretisch... den obersten hier drehen oder so. Nee.
kommen wir auch nicht weiter. Ist ja ärgerlich. Das sieht auch interessant aus. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das muss halt so geschaltet sein, dass wir das immer wieder umdrehen können. Das bringt auch nichts. Kenne ich ja, das hat nichts gebracht. Das war bis jetzt am schlüssigsten. Ah, shit. Oh, mal gut, dass sie sich immer so erholt. Und jetzt die Frage, hier hoch? Die Möglichkeit hier hoch zu gehen. Okay, jetzt ist der da oben aktiviert. Ja, obwohl war er ja sonst so schon, den haben wir ja schon so eingestellt, oder? Ja, warte mal, den können wir jetzt nochmal. Nochmal ein Dreieck. Ich glaube, das war ein bisschen bis jetzt am plausibelsten. Ah, nicht ganz. Hier oben war das, ne? Genau. So, jetzt war halt die Frage, wo wir den hier platzieren können. Einmal nach ganz oben, rechts. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Das scheint mir weniger plausibel. Mal. Da, der geht nach da, haben wir da noch einen? Ja, sagen können, da können wir irgendwie zielen oder so. Können wir den geradeaus auf den jetzt zielen? Jawohl. Ich glaube, das war's, ne? Oh, super. Something shiny. Looks rather important. Best stand on it. Oh, alles klar. Ein kleines Zeitportal. Jawohl. Ab geht's.
War ein langes Level hier. Alter, beam me up, Scotty. Oh, heck. Lunch might make a comeback. Ah, ich hab einen Trank gesehen. Could be some jolly useful information there. Ammo, don't mind if I do. Ja. Oh nein. Oh, lass mir doch erstmal die Energie auf sammeln. Now to get to the roof and destroy any soul cages there. The end is near, and so our heroes face the final challenge. Warte mal. Guns for Grace. You know, guns. Yes, the Scarab Launcher, brilliant. Jetzt bin ich mal gefahren. Ah, okay, wir sind oben, ja, alles klar, hier sind wir richtig. Oh, Gracie doesn't like that. Oh, sehr gut. Munition ist voll. So you're the many mortals who have been destroying my soul cages. My guardian beast should make quick work of you. Oh, ja, die war bisher ein bisschen verspannt. Steinwächter, riesiger Steinwächter, bewaffnet mit mörderischer Magie. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Eieieiei. Ja, mit Laser schießen hier. Aufpassen. Ich glaube, dann kriegen wir auch noch mal Energie hier. Jetzt machen wir erstmal die Platte, die uns am gefährlichsten werden wird. Ja, es ist auch eine riesen Armee hier. Gefährliches Unterfangen momentan. So, Taste treffe ich auch nicht. Ein bisschen abbauen hier. Los abhauen hier. Keine Müdigkeit vorschützen. Ist immer noch am besten. Ah, das ist einer mit einer Energiepulle. Mein Freund.
Und jetzt schnell reinsnacken. Ja, gute Leistung von mir. So muss das sein. Ja, danke für deine Hilfe, Bro. Da liegen bleiben hier. Die Energie sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich sehe noch einen Trank. Den können wir uns noch krallen hier. Sehr gut. Oh, he's on the ropes here. Keep up the pressure. Jawohl, sehr gut. Wir halten uns momentan sehr gut. Risiko können wir nicht eingehen. Wir müssen noch mal Energie tanken. Okay, wir müssen noch einmal treffen. Oder besser mehrmals einmal. Ich muss kein Risiko eingehen. Okay, wir haben bald. Jawohl, das war's. Entladen, Seelenkäfig. Oh, well, isn't she charming? Seele mal befreien. Yo, sehr geil. Entladen den Weg. Take a bow, Brigade. Another perilous mission magnificently accomplished. Oh, wir haben's. Alter, war das ein Krampf. Das war ein Krampf, kann ich euch sagen. Mission abgeschlossen. Time to tot up the treasure. What fun. Wow, 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 wow. Alter, wir haben aber gesammelt, ey, wie die Großen. Oh, I say, you've enough gold to purchase new weaponry. How exciting. Nächste Mission, verfluchtes Dorf. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hat mega Spaß gemacht. War eine geile Runde nach meinem Comeback. Naja, Comeback kann man so nennen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Game.
was wir aufnehmen werden, mal sehen. Oder wir spielen hier eine Mission weiter. Aber wir werden das hier auch richtig durchzocken und durchsuchen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.